Ich weiß. Oh, ich konzentriere mich gerade. Was machst du denn? Ja, yeah, super Konzentration brauchst du dafür. Nein. Nachher treffe ich den Baum nicht. Genau. Alter, ich finde Gold bis zum Abwinken. So, dann mal gucken. Vielleicht kann ich dann ja gleich meine Spinnenwohnung kaputt schlagen. Weil genug Zeug habe ich ja. Kann es sein, dass man eigentlich nicht gerade viel erforschen kann? Und macht diese Alchemy Engine überhaupt Ja, du kannst zum Beispiel die verbesserten, diese luxuriöse Axt und so dann dadurch erforschen. Okay. Also du kannst sie vorher nicht erforschen. Okay, okay. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Na, dann müssen wir noch ein bisschen warten bis zu Tag 17. Okay. Ich muss aufpassen, dass mich hier die Tentakelmonster nicht angreifen. Tentakelmonster, yay. Ich mag Tentakelmonster nicht. Aber da ist ein Spinnennest. Da ist ein Spinnennest. Das will ich haben. So. Weil ich mache mir gerade Weed hier ab. Ja. Na kommt Spinnies. Na los. Und auf die Fresse. So muss das aussehen. Und gleich nochmal, los. Und auf die Fresse. Und dann das Spinnennest kaputt hauen. Und yay. Hm. Genug für ein Netz, dann kann ich mir auch bald meine... Ah, das war knapp. Packen wir mal so ein Ei in die Research-Maschine. Ja, das bringt schon mal 90 oder so, glaube ich. Was, 90? Ja, ich kann es dir gleich nochmal sagen. Ja, 80 bringt's, 80. Das ist gut. Und es wird dunkel, ich muss erstens vor den Tentakelviechern abhauen und zweitens zurück zum Lager. Ich habe hoffentlich, ja, ich habe genug, falls irgendwas Schlimmes passieren sollte. Ich gehe jetzt auch erstmal zu meinem anderen Lager. Das kann was werden, bis ich da bin, das dauert ja ewig. Na ja, gut, zum Glück habe ich Fackeln. Okay. Falls es nichts wird. Hm, mal gucken, wo ich lang gehe. Ich bleib doch hier, das ist sicherer im Moment. Wenn du das. Und dafür ist der Tag schon zu weit vorangeschritten. Noch nebenbei ein bisschen Gras abbauen. Ich glaube, ich bin schon in der Nähe der Schweinemenschen. Essen müsste ich auch mal wieder was. Ja, das ist der Schweinekönig. Jetzt noch ein bisschen nach unten gehen, dann bin ich gleich bei meiner Bude. So. So und. Okay. Wieder. Noch vor der Nacht geschafft. Machen wir uns nochmal hier so ein. Wie heißen die? Lockpipe oder so? Lockpipe? Wüsste ich jetzt nicht, was das ist. Die Rüstung. Ach, alles klar. Ach so, ich kann mir dann jetzt eine. Ach ja, Locksuit. Ah, Locksuit. Ja, du hast Hunger, weiß ich, Mädel. Dann fritt ein bisschen was. Ich baue mir jetzt erstmal eine Alchemy Engine. Hm, ein bisschen Gold könnte ich noch gebrauchen. Soll ich dir was ab? Da ist ja soll schon ich dir was abgeben? Nee, aber ich habe schon was. Wo? Ich habe 23. Bienen, ganz viele Bienen. Gut. So, da unten und eine Alchemy Engine wird gebaut. Sehr schön, sehr schön. Dann schmeißen wir gleich mal ein paar Seile rein. Ich hole mir jetzt erstmal Bienen. Du holst erstmal Bienen. Mache ich auch bald. Am nächsten Tag dann Bienen holen. Weil ich habe wieder. Aber jetzt gehe ich erstmal auf Erforschungstour im Dunkeln. Haben die eigentlich viel gebracht, die Bienen? Als Bienending da? Naja, die greifen nicht an, wenn du das, ausbeuten willst. Okay. Musst du dann wieder nachfüllen? Nee, Bienen, das nicht. Die Bienen, du haust einfach ab und dann sind sie weg. Dann lassen sie sich in Ruhe und dann sammeln die wieder Honig. Okay. Es bringt schon was. Du kriegst irgendwie zweimal Honig oder so pro Gesichtswitz. Wo sind die Tierchen? Warte, ich bin da, dann sind die weiter hier. Na, macht's doch vielleicht auch Sinn, Blumen anzupflanzen, oder? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Weil die fliegen ja immer dahin. Oh, was ist denn jetzt los? Achso, Tagwechsel.
Hat trotzdem noch ein Kaninchen gekillt. So. Wenn ich schon mal unterwegs bin, kann ich ja ganz kurz... Ich hoffe, die Bienen sind so früh schon unterwegs. Ja, anscheinend ja, pack nicht. Pack mal Bretter da rein. Na los, Beanies, kommt schon raus. Tiomi. Okay, ein bisschen Seil brauchen wir noch ein paar Stöckchen. Ein paar Stöckchen. Die Bienen sollen jetzt aus ihrem verdammten Nest rauskommen. Vorhin waren da so viele unterwegs. Und was ich jetzt noch machen könnte, weiß ich einfach nicht. Ich könnte theoretisch... Oh, mein Bart ist länger geworden. Ich gucke erstmal, wie das mit ihr hier ist, ob ihr auch noch ein Bart wächst. was mache ich denn dann jetzt, wenn ich hier nichts mache? Dann holt sich erstmal einen Baum ab. So, jetzt kriegt er erstmal ein bisschen Honig. Okay, das Wabenteil haben wir, dann können wir so ein Ding bauen. Na los, kommt schon, Beanies, kommt schon raus. Nein, dann gucke ich am Ende, an der Hälfte des Tages nochmal. Dann überlege ich jetzt, was kann ich machen. Was kann man machen, was kann man machen? Ja, ich hole mir ein bisschen Holz. Ja, Holz ist wahrscheinlich keine so dumme Idee. Bei mir jetzt auch. Bevor es jetzt wieder ganz duster wird. Ja, einen Baum schaffen wir. Einen Baum schaffst du? Okay. Ja, einen Baum schaffe ich noch vor, bevor es dunkel wird. Zu dunkel wird, wahrscheinlich. Besser gesagt. Ich habe ja bei mir im Lager in der Nähe einen... halt einen Wald, kann man fast sagen. Ja, auf der ersten Insel ist ja noch viel Holz. Auf der zweiten nicht, oder was? Na gut. Hier ist auch noch viel Holz, aber ich sag mal... Weniger halt. Ja, weniger böse Sachen. Wie jetzt weniger böse Sachen? Naja, du bist nicht umzingelt von diesen ganzen Augenviechern. Bin ich ja eigentlich auch nicht. Ja. Naja, also wenn ich hier ein bisschen nach rechts weitergehe, dann sind hier ganz viele Augenviecher. Ach, warum baue ich mir eigentlich keine Truhe? Mache ich dann jetzt mir eine Truhe bauen? Könnte ich zwar schon... Ne, kann ich noch nicht. Jetzt kann ich eine bauen, wenn ich noch ein Holz hätte. Hat man das eigentlich gesehen, wenn diese Box voll ist? Welche Box denn? Die Bienenbox. Ja, dann steht da nicht mehr Ex-Mine, also nicht mehr untersuchen, sondern halt richtig rausnehmen. Okay. Bretter. Und dann wollte ich mir eine Kiste bauen. 1, 2. Wo ist die Kiste? Ich vergesse auch jedes Mal wieder, wo die Kisten sind. Ich hab schon ganz viel Flint. Na toll. Okay. Du hast schon viel Flint? Ja, das könnte ich eigentlich wegwerfen. Also halt in die Research-Maschine. Was anderes wäre irgendwie nicht sinnvoll. Ja. Aber du brauchst es halt immer wieder. Ja. Hier sind ganz viele Steine in der Nähe. Ah, ich kann ja auch meine Luxury Eggs bauen. Mach ich dann gleich mal. Die will ich auch gleich bauen. Da fehlen mir bloß noch 2 Stöckchen für, oder wie viel man braucht. 4 braucht man, ja. 4 waren's. Ich gehe jetzt noch Stöcke suchen. Falls ich in der Dunkelheit nochmal irgendwie unterwegs sein will. Ah, vielleicht gucke ich erst nochmal ganz kurz wegen den Bienen. Vielleicht ist es auch eigentlich ganz klug, diese Augenviecher leben zu lassen. Also zumindest halt die Eier da zu lassen. Weil dann schlüpfen sie ja immer nach und dann kannst du ganz einfach hier das Fleisch dir machen. Ich glaube, Monsterfleisch ist gar nicht giftig. Wo hast du denn das eigentlich her? Das war von den Spinnen. Achso, ja doch, das ist giftig. Doch, du verlierst, glaube ich, 5 KP oder so. Ja, aber Hunger wird halt gestillt. Und zwar ordentlich. Gut, Luxury Eggs. So. Ein paar Äste holen. Ah, hier sind genug Äste, das ist schön. Tralalalala.
können wir uns erstmal hier ein bisschen die Holzvorräte aufstocken. Das kann man natürlich immer machen, das ist... Hält die eigentlich bloß länger oder kannst du damit auch länger abbauen, schneller abbauen? Das weiß ich nicht. Weil ich habe das Gefühl, die hält bloß länger. Ja, glaube ich auch. Der braucht immer noch genauso lange. Aber das ist ja nun nicht so wild, finde ich. Ja. Ich brauche noch ein bisschen Holz für die Nacht. Und es wird gleich Nacht. Ja. Also es ist schon Dämmerung und so, ne? Hey, ein Grabstein. Schon wieder? Du findest auch Grabsteine, ich nicht. Und hier liegt Gold. Nochmal Gold. Hier liegen 3 Goldklumpen rum. Ja, einfach bei so. Mir doch auch. Habe ich dir doch auch den einen Tag, also habe ich dir doch auch erzählt. Den einen Tag hört sich irgendwie komisch an. Hier ist doch einer. Okay. Wir sind jetzt einfach nach unten. Fackel, falls ich brauche, und Holz brauche ich auch auf jeden Fall. Vielleicht wächst das Gold ja nach. Vielleicht. Ah, da ist mein Firepit. Schöne Sache. So. Was passiert eigentlich, wenn ich Gold in die Research Machine haue? Das bringt schon ein bisschen mehr. Ist nicht so viel. Ich könnte einen Hammer erforschen. Aber. Seile sind immer noch am besten für die Maschine. Ja, Seile sind echt wirklich ziemlich. Ich erforsche mir jetzt Papyrus. Ich habe nämlich Weed gefunden. Und das mach ich mir. Jetzt mach ich mir mal Papyrus. Nein, falsche Taste gedrückt. Okay, hier geht's wieder zu einer anderen Insel. Hm. Um Sachen zu schreiben. Und das war jetzt einfach meine Research-Maschine. Und die bringen genauso viel wie Seile. Papyrus? Hm. Okay. Hm, hier sind noch mehr Bienen. Aber ich habe leider keinen Kescher dabei. Ha, ich habe meinen Kescher immer dabei. Hätte ich noch so eine Box bauen können. Oh, ich feel so smart. Birdcage. Ah, den baue ich mir dann eventuell bald. Weil Birdcage ist relativ einfach zu bauen. Dann erforsche ich mir auch noch Vogelfallen. Warte, dann muss ich nochmal hier. Was brauchst du denn für den? Für einen Birdcage, weil. Hast du noch deine Vögel? Ja, die habe ich. Noch, zweimal Papyrus, 6 Gold und zweimal Samen. An sich nichts Besonderes. Dann gehe ich nämlich auch. Dann mache ich mir also auch noch einen Locksuit. Dann packe ich erstmal wieder was ein bisschen in die Chest rein. Das Teil, die Fackel behalte ich lieber. Pack dann die Dingens da rein. Naja, ich hau hier ein paar Augenviecher um. Ach, du hast ein paar Augenviecher um. Ja, ein bisschen wieder Essen holen. Ja, ja, klar. So, bei mir wird es jetzt Tag, dann gucke ich mal. Gold kann auch noch da oben rein. Und die Seile können auch in die Kiste. So, dann baue ich mir jetzt einen Locksuit. So, danke. Oh, da kommt schon das nächste. Was denn das nächste? Das nächste Vieh. Ich kann mir keinen Locksuit bauen, habe nicht genug Sachen. Und was ist das für ein Vieh? Wieder so ein Vogelvieh, meinst du? Ja, wieder Vogelviecher. Ich habe hier bloß Vogelviecher. Achso, du hast nur Vogelviecher. So, noch schnell in die Kiste. Und Spinnen ist es halt hier noch. Naja. So, und dann kann ich mir jetzt auch einen Locksuit bauen. Gut, dann habe ich den Speer dabei. Super. Und auch den Kescher, falls Bienen endlich da sein sollten. Ha! Und dann gehe ich Spinnen jagen. Vielleicht hast du ja mal Glück. Vielleicht. Und dann gehe ich Spinnen jagen. Mein Gott, habe ich kein Glück. Kein Glück. Nicht wirklich. Dann mal Speer raus. Der Schweinekönig, den greife ich nicht an. Genauso wie die Schweinemenschen, die greife ich auch erstmal nicht an. Die greifen mich ja. Die lassen mich auch erstmal in Ruhe. Aber ich brauche Gras. Brauchst immer mehr Gras. Immer mehr, ja. Tja, deine Grasplantagen werfen wohl nicht mehr so viel ab. Naja. Ist gut. So ein scheiß Vogelvieh. Angriff auf das Vogelvieh! Ah, super. Cool. Jetzt kann ich ernten. Du kannst ernten. Was ernstesten?
Hier, Honig. Muss aber aufpassen halt, die Viecher